Im Jahr 2004 erschien beim Torbecke Verlag das Buch Wider alle Hexerei und Teufelswerk. Es wurde von Sönke Lorenz und Jürgen Michael Schmidt herausgegeben. Das Buch beinhaltet rund 20 Aufsätze führender Forscherinnen und Forscher auf dem Gebiet der Hexenforschung. Der Rechtshistoriker Wolfgang Schild beschreibt im ersten Kapitel die Notwendigkeit, zwischen vier Aspekten dieser Thematik zu unterscheiden. Er spricht von einer Hexenvorstellung, dem Hexereibegriff, dem Hexenverbrechen und der Hexenfantasie. Warum ist es wichtig? Nun, um es mal ganz simpel zu sagen, eben für Laien, Dilettanten und Amateure, wie ich einer bin, wenn wir uns mit Geschichte beschäftigen, so sollte es immer mit dem Ziel einhergehen, zu verstehen, wer diese Leute damals waren. Was hat sie bewegt? Wie haben sie gedacht? Wie sehr kann ich versuchen, mich in sie hineinzuversetzen, um sie zu verstehen? Das mag sich als etwas schwierig erweisen, doch einfach nur Jahreszahlen zu lernen, hat nichts mit Geschichte zu tun. Das ist dann nur langweiliger Schulstoff. Es ist sichtlich spannender, sich der Frage zu nähern, wie sehr die Menschen damals genauso wie ich waren oder wie sehr sie sich von mir unterschieden haben. Nun ist aber das Thema Hexen derart im historischen Schatten verborgen, dass man erstmal Klarheit darüber erlangen muss, worüber man da eigentlich redet. Der Historiker versucht hier also eine Denkstruktur hervorzuheben, die uns erlaubt, dieses so befremdliche Phänomen mit dem Alltagsleben der Menschen damals erklärbarer zu machen. Und darum diese vier Begriffe: Hexenvorstellung, Hexereibegriff, Hexenverbrechen und die Hexenfantasie. Und bald wird deutlich, dass es sich hier nicht lediglich um vier parallele Kategorien handelt. Nein, hier steckt ein kultureller Prozess dahinter. Die Beziehung dieser vier Begriffe mutet geradezu prozedural an. So versteht Wolfgang Schild unter Hexenvorstellung, und man könnte an dieser Stelle auch Hexenglaube sagen, die Gesamtheit aller Ideen, die in einer bestimmten Zeit die Menschen mit dem Thema Hexen verbinden. Heute zum Beispiel ist diese Vorstellung ganz saturiert und nicht mehr sehr eng gefasst und damit auch relativ ungefährlich. Und wenn ich heute sage, so meine ich damit nur Europa, nicht zum Beispiel Afrika, was im Augenblick den Rahmen sprengen würde. In Europa gibt es zum Beispiel Filme, die Hexen als böse Wesen zeigen. Und es gibt Filme, wo Hexen die Guten sind. Es gibt für Kinder Die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Da wird also schnell deutlich, dass die heutige Hexenvorstellung nicht mal ansatzweise etwas gemeinsam hat mit der Vorstellung der Menschen in der Mitte des 17. Jahrhunderts, wo in der Hexenvorstellung unzählige Ängste hineinprojiziert wurden. Der Hexereibegriff reflektiert dagegen die offizielle Definition der Hexerei in jener betrachteten Ära. Da die Hexerei jenseits eines religiösen Zusammenhangs kaum existiert, ist ein solcher Begriff zumeist wohl das Resultat theologischer Überlegungen. Deswegen haben wir heute keinen Hexereibegriff mehr. Zumindest hoffe ich, dass die christlichen Theologen der Gegenwart etwas Besseres zu tun haben, als über Hexen zu brüten. Will man sich also heute noch einem lebendigen Hexereibegriff nähern, muss man wohl nach Afrika gehen, wo vereinzelt die Hexerei von entsprechenden geistlichen Gestalten oder Medizinmännern, um es ganz laienhaft zu sagen, geprägt wird. Somit kann die Hexenvorstellung und der Hexereibegriff ganz nahe beieinander sein. Doch vor 500 Jahren wurde der Hexereibegriff zumeist erarbeitet, um auf eine wachsende Hexenvorstellung in der Bevölkerung zu reagieren. Es mag auch Momente gegeben haben, wo der Hexereibegriff sogar in einer beinahe vollständigen Ablehnung der Idee, also der Existenz von Hexen, bestanden hat. Doch hielt das nicht lange. Denn letztendlich war auch ein Blick in die Bibel nicht allzu hilfreich, wenn es den Theologen darum ging, dem ständigen Aberglauben in der Bevölkerung etwas Ordnendes entgegenzuhalten. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, dass jene altorientalische Zeit, in der die Bibel entstanden ist, leider nicht minder abergläubisch war. So findet man im zweiten Buch Mose einen Satz wie: Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen. Nicht sehr hilfreich, wenn man im ausgehenden Mittelalter versuchte, den wirren Aberglauben in den Straßen einer Kleinstadt in den Griff zu bekommen. Umso erschwerter war es dann in der Zeit von Luther, als plötzlich individuelle Bürger solche Sätze selbst in der übersetzten und massenhaft gedruckten Bibel nachschlagen konnten. Der katholische Prediger des Mittelalters konnte einen solchen griechischen oder lateinischen Satz in der Bibel zumindest unter den Tisch fallen lassen, falls er ihn als zu aufrührerisch oder entzündlich fand.
Das ist leider eine Realität unseres Daseins, dass mit der wachsenden Aufklärung auch gänzlich neue Probleme entstehen, denen wir uns dann als Gesellschaft stellen müssen. Dennoch war für die Theologen und Kirchenfürsten der Renaissance und des Barocks klar, dass sie vereinheitlichende Antworten geben mussten. Und natürlich sind Grenzen zwischen der Hexenvorstellung der breiten Bevölkerung und dem Hexereibegriff des prägenden und predigenden Klerus sehr fließend. Und das hat wohl vorrangig damit zu tun, dass nicht alle Prediger waschechte Theologen waren. Viele waren verhältnismäßig ungebildete Leute mit allerlei eigenen obskuren Vorstellungen. Gar nicht davon zu sprechen, dass die christliche Theologie ohnehin, na, wie soll ich es möglichst freundlich sagen, sagen wir mal so, dass man Theologie heute noch immer als eine Wissenschaft behandelt und so tut, als wäre sie auf selbiger Stufe mit echter Philosophie, Historik, Sprachforschung, Ethnologie, Verhaltensforschung oder Philologie, ist heute zumindest nicht unumstritten. Doch das ist bei der Betrachtung unserer geschichtlichen Vergangenheit erstmal irrelevant. Damals war die Theologie eine führende Geisteswissenschaft und natürlich dafür verantwortlich, einen Hexereibegriff zu erfassen. Denn nur so konnte die damalige Gesetzordnung diesen Begriff auf die betreffenden Vorgänge anwenden. Wir sprechen also von dem dritten Aspekt, den Wolfgang Schild hier beschreibt, dem Hexenverbrechen. Entgegen der landläufigen Meinung waren die meisten Hexenprozesse keine Pfaffentribunale, wo die sabbernden Anwesenden es kaum erwarten konnten, ein Mädchen auf eine Streckbank zu spannen. Die Gerichte, wie verblendet sie auch immer sein mochten, waren ziviler Natur und bestanden aus Juristen und Stadtbeamten. Natürlich spielten Kleriker hier eine Rolle, vorrangig als Berater im Zeugenstand. Und deshalb muss man auch heute zwischen einem theologischen Hexereibegriff und einem juristischen Strafbestand des Hexenverbrechens unterscheiden, denn die beteiligten Subjekte waren hierbei nicht dieselben. Ja, aber was ist mit der Inquisition, wird sicher manch einer gerade ausrufen. Ja, das ist ein Thema. Aber es wird hier übersehen, dass a. die Inquisition auch innerhalb der katholischen Geschichte eine etwas exotische Sonderstellung hat, die zu jedem Zeitpunkt unter den Theologen umstritten war. Und b. die Inquisition war kein beständiges Gericht, das von Montag bis Samstag über ihren Fällen tagte. Sie entsprach mehr einem Untersuchungsausschuss, der sporadisch in Erscheinung trat. Und nur in Spanien, Italien und Portugal war die Inquisition wirklich ein Institut ohne Rechenschaftspflicht gegenüber den Landesherren. Und schließlich C. angesichts der unglaublichen Quantität der Hexenprozesse und Hexenhinrichtungen, die es in Europa gegeben hatte, spielte die Inquisition nur eine kleine Rolle. Ihr Auftreten war nur derartig bizarr, dass sich diese Gremien sehr tief in unsere historische Wahrnehmung eingebrannt haben. Doch für einen Europäer des späten Mittelalters war es tausende und tausende Male wahrscheinlicher, durch die Hufe eines Pferdes zu sterben, als in die Fänge der Inquisition zu gelangen. Und natürlich kann man keine klare, simple Trennlinie zwischen der juristischen und theologischen Betrachtung der Hexerei ziehen. Doch es sollte auch erwähnt werden, dass es bereits im 16. und 17. Jahrhundert gebildete Rechtsgelehrte gab, die als Anwälte sogenannter Hexen auftraten und somit argumentativ dem theologischen Hexereibegriff gegenübertraten. Das war nicht immer eine populäre Position und es ist ein wenig schade, dass ihre Namen in Vergessenheit geraten sind. Als vierten Abschnitt einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Hexenphänomen nennt Wolfgang Schild die sogenannte Hexenfantasie. Und dies ist ein Punkt, der oft unterschätzt wurde. Während die reine Hexenvorstellung einzelner Regionen und sogar einzelner Individuen sehr uneinheitlich war, konsolidierte sie der Prozess einer theologischen Behandlung und einer Schaffung eines kirchlich sanktionierten Hexenbegriffs zu einem fast gesamteuropäischen Konzept. Da sind sie plötzlich, die uns heute noch vertrauten Themen wie der Hexenbesen, das Gerede von Alraunenwurzeln, der Bund mit Luzifer und so weiter. Gar nicht zu sprechen von den armen Katzen, die zu Tausenden ihr Leben lassen mussten, weil sie schwarz waren und mit Hexen in Verbindung gebracht wurden. Gerichtsprozesse und anschließende Hinrichtungen beflügelten die Fantasie der Leute. Das waren Tagesgespräche en masse. Die Kunst hatte sehr bereitwillig das Thema aufgegriffen und gab es in Form von aufwendigen Gemälden an die Bevölkerung zurück. Hexen als eine Realität wurden dadurch im Bewusstsein der Menschen außerordentlich verfestigt. Wir können heute übrigens ein ähnliches Phänomen, zum Glück eins, bei dem keine Menschen mehr hingerichtet werden, beobachten.
Aber ist euch denn aufgefallen, wie tief und fest die Idee eines Außerirdischen in unserer Kultur verankert wurde? Und das haben nicht die Wissenschaftler getan, die hierbei nur einen einzelnen Trittstein dieses Phänomens darstellen, oft nur hastig auf die Fantasien der Leute reagierend. Nein, das ist ein Werk, das auf ein Jahrhundert der Filmemacher, Schriftsteller und Journalisten zurückgeht. Keiner von uns hat jemals einen Außerirdischen gesehen oder getroffen. Und dennoch ist ihre Präsenz in unserem Leben so überwältigend groß, dass jedes neue Auftreten in einer TV-Serie oder einem Film mit einer relativen Natürlichkeit angenommen wird, als wäre es die normalste Sache der Welt. Wie gesagt, zum Glück muss bei dieser kollektiven Halluzination niemand mehr auf dem Scheiterhaufen enden. Aber es gibt noch ein anderes Phänomen, das deutlich dramatischer und trauriger ist. Es ist die kulturhistorische Wirkung von Steven Spielbergs Film Jaws, auf Deutsch Der weiße Hai. Heute gehören Haie zu bedrohten Tierarten und man ist erstaunt über die Obsession, die gerade in der Gegend von Florida hier an den Tag gelegt wird. Das Töten von Haien wird dort schon lange als eine Art Sport betrachtet und die Rekordhalter brüsten sich damit, wie viele tausende Tiere sie in ihrer Laufbahn getötet haben. Die Haie werden dabei als eine Mischung aus Monster und Ungeziefer betrachtet. Über ihre sensible Rolle im Ökosystem redet man dabei nicht, denn sie stören. Sie stören eine viel wichtigere Tätigkeit als die Umwelt. Sie stören beim Surfen. Diese Beispiele sollen helfen zu verstehen, wie in einer Welt, die vorrangig von einer Mischung aus folkloristischem Aberglauben und theologischem Schwadronieren in der Sonntagsmesse geprägt war, eine künstlerische Auseinandersetzung mit den Hexen durchaus das Potenzial hatte, das Problem weiter zu eskalieren. Um auf Wolfgang Schild zurückzukommen, darf man eben nicht die kulturelle Aufarbeitung der Hexenprozesse, die so sehr die Fantasie der Leute befeuerten, unterschätzen. Denn auf diese Weise wurde erneut die ursprüngliche Hexenvorstellung der breiten Bevölkerung angeheizt. Heute spricht man ja gerne von Confirmation Bias. Und erneut musste von kirchlicher Seite der Hexereibegriff angepasst werden und verteidigt. Und umso mehr mussten sich Gerichte mit einem Hexereiverbrechen beschäftigen und erzeugten dabei Resultate, die noch mehr Hexenfantasie elektrisierten. Wir sehen hier also auch einen Kreislauf, respektive eine Spirale, denn nun wird deutlich, weshalb es möglich war, dass dieses Phänomen so ein Eskalationspotenzial besaß und sich dann in einzelnen Regionen in all diesen Exzessen entlud. Und wir müssen da auch nicht so gescheit tun in unserer Zeit, so als stünden wir ganz über diesen Dingen. Schaut euch nur an, welche horrende und abscheuliche Rolle heutzutage die sogenannten Gaffer bei Autounfällen spielen. Glaubt ihr, diese Leute hätten sich vor 500 Jahren angewidert abgewendet, wenn alle paar Monate auf dem Stadtplatz eine schreiende Frau lebendig verbrannt wird? Nein, sie hätten ihre scheiß Handys genommen und schnell mal für Facebook ein kleines Video gemacht. Dieses Erlebnis hätte sie nur angestachelt und ihre Fantasie angeheizt. Sie wären süchtig gewesen nach mehr Gewalt und hätten damit indirekt dazu beigetragen, dass es auch mehr Gewalt gibt. Und dieser Mechanismus ist in der Medienlandschaft nicht unbekannt. In der Welt der reißerischen Aufmacherpresse ist das ein sehr vertrauter Hebel. Die Leute bei der Bild-Zeitung, die verstehen den Unterschied zwischen Wasser und Kerosin sehr gut. Sie wissen, welche der beiden Flüssigkeiten man ins Feuer gießen muss, damit plötzlich Wutbürger auf die Straße rennen und irgendeinem gänzlich künstlichen Phänomen hinterherschreien. Ich weiß, dass dies wieder eine langatmige Einleitung war, doch ich denke, das war notwendig. Ich versuche, diese sterilen Vorstellungen aufzubrechen, die nichts mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Die Idee, dass Menschen damals nur Leibeigene waren, die ständig mit gesenktem Kopf in Angst lebten, während über ihnen boshaft und lüstern die Kirche willkürlich ihre Opfer herauspickte, so sah das Leben damals nicht aus. Die Schuld an den ermordeten Hexen und den Hexern war kollektiv. Sie war ein systemisches Problem, das aus vielen Tätern und einer Menge Schaulustiger bestand. Doch ich verspreche, dass es in der nächsten Folge endlich um Lemgo gehen wird. Lasst euch nicht polarisieren und bis bald.